Dass wir vielleicht dazu ins Gespräch kommen. Wie kam das? Wie entstand das? Oder was war der Impetus? Also vielleicht fangen wir mit den von Fühls an und gehen dann zu den von Marshalls. Wollen wir uns so setzen, dass wir uns so rumdrehen und uns vielleicht ansehen können? Schauen, was wir da machen. Ich lasse das jetzt einfach als Stapel mal so rumgehen, dann können Sie auch verfolgen. Kam dann in die Hände des von Bohnsdorf. Der war Kommandant der Feste Oderberg. Und nach drei Generationen hieß es wieder, das verschuldete Gut. Und das wurde dann verkauft. Und dann hat es Samuel von Marshall gekauft. Letztendlich durch seine etwas auch komplizierte Familiengeschichte, denn die Söhne waren ja, damals hat man gesagt, missraten. Heute würde man das sicher etwas lockerer sehen. Wurde alles an den Enkel August von Marshall, von Frau von Marshall gegeben. Und der hat auch das Gut mit Schulden gekauft. Und dann kam es in die Hände der von Hackes und der erste von Hacke, Wilhelm Georg, glaube ich, der hat sehr stark daran gearbeitet, das Gut aus den Schulden rauszubringen. Und dann kam Edwin von Hacke. Und das war wohl einer von den besonderen Gutsbesitzern. Und er hat dann auch wieder das verschuldete Gut 1916 über Umwege an Herrn Eschenbach, einen Unternehmer, verkauft. Und die beiden waren nun, sehr gegeneinander. Der Eschenbach hat immer gesagt, von dem Schuldenmacher und von dem unfähigen Gutsbesitzer wird er das Gut nehmen und mal auf Vordermann bringen. Und der Graf von Hacke hat gesagt, an einen, wie hat er gesagt, Kuhhändler oder Rinderhändler oder so, verkauft er sein Gut. Und Eschenbach hat wohl das Gut wieder in gute wirtschaftliche Verhältnisse gebracht. Bloß er war ja nicht allzu lange. 1916 hat er es gekauft. Und dann begann ja bald der Krieg und 1945 war dann alles zu Ende mit dem Gut und mit den Gutsbesitzern. Ich hatte ein Hausmädchen der Eschenbachs gesprochen, so ein längeres Gespräch mit ihr. Und die hat mir gesagt, sie hat Herrn Eschenbach getroffen, einen Tag bevor sich das Ehepaar das Leben genommen hat. In Bad Freienwalde, das hieß ja schon, die Russen kommen, ne? War ja schon alles kurz vor der Tür. Und da hat Herr Eschenbach wohl zu ihr gesagt, was soll nur werden, Frau sowieso, was soll nur werden. Und am nächsten Tag, da haben sie sich hier beide im Schlafzimmer das Leben genommen. Mitte des 18. Jahrhunderts, Trockenlegung des Oderbruchs, das ist ja genau die Zeit genau des Samuel. Genau. Sie sagten, dass Sie Briefe gefunden haben im Archiv. Nee, nicht ganz. Die Briefe habe ich nicht im Archiv gefunden. Das habe ich zwar mächtig gesucht, die habe ich nur in der Sekundärliteratur gefunden. Obwohl ich da sehr danach gesucht habe, aber die sind mir nicht unter die Finger. Der Große hat ihn dann als Minister in sein Generaldirektorium genommen, dass er extra umgestellt hat auf 6 Ministerien und eins davon hat Marshall übernommen. Der Spätgeadelte von Marshall. Stimmt eigentlich nicht. Von Marshall ist aus einem alten schottischen Adel und bekam 1717 den Adel von Friedrich Wilhelm I. für Preußen. Können Sie noch was dazu sagen, wie das mit den Söhnen ging und weshalb oder in welcher Weise Sie sozusagen dieses... Also, das hatten Sie ja vorhin schon gesagt, Marshalls hatten 7 Kinder, von denen sind 3 erwachsen geworden. Und eine Tochter ist noch als Erwachsene gestorben bei der Geburt eines Kindes. Und die beiden Söhne haben den Vater überlebt. Und leider ging das also nicht so reibungslos. Der ältere Sohn war in Berlin, hat Schulden gemacht, hat sich duelliert. Das war ja damals bei Strafe verboten. Und der jüngere Sohn, der fing dann auch an, dass er Schulden gemacht hat und sowas. Und da hat der König persönliche Briefe an Frau von Marshall geschrieben. Und die haben
immer nur im Text, sind keine Nachkommen mehr gewesen. Also der Enkel von Samuel von Marschall, das war August von Marschall, der hatte eine Tochter. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Er war in erster Ehe mit Nora von Münchhausen verheiratet und da ist die Tochter her. Und in zweiter Ehe mit einer Gräfin von Hacke. Und als die auch starb, hat er deren Schwester geheiratet. Auch die Gräfin von Hacke natürlich. Und der hat auch den Braunkohlenabbau in die Wege geleitet. Dann kam die Brikettfabrik dazu, dann kam die Zuckerfabrik hier im Ortsteil Zuckerfabrik und hat also so einen gewissen Anfänge der Industrialisierung hier aufgebaut. Also in der Literatur habe ich gefunden, dass gesagt wurde, Friedrich Wilhelm der Erste war zur Eierweize bei Marschall im Altranft und hat gesehen, wie er seine Ländereien hier durch Dämme und sowas trocken gehalten hat. Das kann aber nicht ganz stimmen. Das ist 1736 datiert und er hat das erst 1739 alles gekauft. Irgendwas. Aber ist egal, er soll sozusagen der geistige Vater gewesen sein. Und Friedrich Wilhelm der Erste hat gesagt, warum soll nicht das, was hier im Kleinen passiert, auch im Großen passieren können? Aber solche großen Sachen wären nichts mehr für ihn, das soll der Sohn übernehmen. Und so wäre das in die Hände von sie entwickelten einen Plan, machten große Bereisungen des Oderbruchs und als der Plan stand, die Berechnungen alle durch Euler geprüft und man sagte, so könnte es gehen, Marschall damit zum König und der König hat sich das betrachtet und hat dann gesagt, recht sehr gut. Aber es ist, man kann sagen, es ist geschafft worden. Die Dörfer sind angesiedelt worden nach den Plänen und bestehen heute noch. Ne? Wollen wir hoffen, dass sie noch lange bestehen und nicht ein neues Hochwasser kommt. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das Gespräch oder auch das, was Sie über die Geschichte hier dieses Ortes wissen, dass wir es im Rundgang fortsetzen und an einigen konkreten Objekten? Das erste Objekt, was ich gerne vorstellen möchte, wie spät haben wir es? 16 Uhr. Gut, da haben wir noch einen Moment. Ja, Zeit. Sie haben ja vor sich diesen Flyer mit dem grafischen Zeichen des Wappens der von Marschall. Und das war für mich Ausgangspunkt, mit Schülern aus dem Gymnasium in Bad Freienwalde darüber zu arbeiten. Vielleicht wissen Sie auch noch was zum Wappen. Wir können uns das mal anschauen. Die Schüler haben eine Fahne genäht, und zwar mit Dingen, die sie hier im Textilarchiv gefunden haben. Und das können wir der Werkstatt anschauen. Die Schüler genäht haben nach dem Wappen oder dieser Grafik, die sie finden auf dem Flyer, der von Marschall Eschenbach. Sie haben ja gehört, dass die Eschenbachs sich hier im Schloss kurz vor dem Einmarsch der Russen umgebracht haben. Und vor allem vielleicht können Sie kurz sagen, wie die Situation zu der Zeit hier räumlich im Schloss war. Also wo sind wir eigentlich jetzt hier? Also wir sind hier, diese Seite sind die Wohnräume der Eschenbachs. Dass die Nutzung der Räume ja heute ganz anders ist. Wie gesagt, das ist hier die Museumswerkstatt. Also hier gehen wir mit den Schülern rein. Sie sehen auch die Dinge, die hier im Depot waren, jetzt zur Verfügung stehen, um sich damit zu beschäftigen. Und hier war also früher, Sie sagten, das Schlafzimmer rein. Überstrichene Farben runter. Ja, also hier sehen Sie den schon zitierten Satz, hier stimmt sowieso alles nicht. Das bezieht sich also auf die Situation, die wir heute erleben. Also Sie sehen die Interieurs, das sind die Möbel, Gründerzeitmöbel aus der Sammlung der Charlotte von Mals. Hatte aus Interviews mit den Bürgern von Altranft, die sich regelmäßig zum Museumsstammtisch treffen. Kenneth Anders hat die aufgeschrieben und diese
Zeitzeugenberichte waren gleichzeitig Anlass, diesen Raum auch wieder so einzurichten, zumindest für diese Rauminstallation mit einer Tafel, wo bestimmte Dinge Assoziationen wecken in Verbindung mit diesen Interviews. Also das ist die Zeit des Kulturhauses, es hier gefeiert wurde, Sie haben es in Andeutung im Video auch gesehen, als hier Silvester gefeiert wurde, Weihnachtsfeiern stattfanden und vor allem als der Raum auch als Fernsehraum genutzt. Der Fernsehraum war hier nebenan, wo jetzt die Küche ist. Mhm. Ja, das hat auch bewohnt hier, also mit den von Fuhls, mit den von Marschalls und von Harkes und den von Eschenbachs. Ist mir eben aufgefallen, dass immer wieder die Kinder damals gestorben sind, und zwar also auch in begüterten Familien und da auch die Kindersterblichkeit so hoch war. Und das war Anlass für diese Installation, indem ich eben den Eintritts, die in bestimmten Zeitabständen aufgenommen wurden, während der Eröffnungsperformance, Sie sehen die das Goldeis Ziegjaki, also Zekerik, auf polnischer Seite gibt es ja die Gedenkstätte und da bin ich mal mit dem Fahrrad angefahren und war eben erstaunt oder auch beeindruckt über die Fülle und auch in dieser geometrischen Anordnung, sodass die Arbeit, die von der Künstlerin gar nicht so intendiert war, hier im Raum und durch diesen geografischen Bezug in die Landschaft eine ganz neue Bedeutungsebene. Die Arbeit, die Sie hier sehen, von Elisabeth Sonnek, bezieht sich auf die Raumsituation mit diesen Fenstern und diesen Gardinen, die bei Sonnenlicht ja dieses Lichtspiel auf den Boden werfen. Ja, da haben die Eltern von ihr hier viel übernachtet und andere